SWR-Fernsehen. Am besten Südwesten. Flutlicht heute mit zwei Gästen, die beide jede Menge nachzuholen haben an Spielpraxis. Und sie sind beide auf dem allerbesten Weg dazu. Wir freuen uns gleich hier auf Marcel Risse von Mainz 05. 8 Monate war er verletzt, aber jetzt ist er wieder drin in der Mannschaft und trifft auch für die Mainzer. Und wir freuen uns vom 1. FC Kaiserslautern auf Alexander Baum-Johann. Auch er neu zum 1. FC Kaiserslautern ist er gekommen und aus der Mannschaft im Moment überhaupt nicht wegzudenken. Dazu haben wir sehr interessante Sonntagsspiele bei uns heute im Programm. Und das alles direkt nach den Nachrichten jetzt mit Sascha Becker. Da sind wir. Guten Abend. Die Landesgrünen haben ihren Parteitag in Lahnstein beendet. Nachdem gestern die Liste für die Bundestagswahl aufgestellt wurde, ging es heute um die Parteistruktur. Kernpunkt der Reform ist mehr Mitbestimmung für die Basis. Mindestens zweimal im Jahr soll ein kleiner Parteitag zusammenkommen. Mit Blick auf die Bundestagswahl bekräftigte die Partei das Ziel einer rot-grünen Koalition. Der parteilose Heinz-Peter Thiel wird neuer Landrat des Vulkaneifelkreises. Er setzte sich bei der heutigen Wahl gegen seinen Mitbewerber Frank Bender von der CDU durch. Thiel, der bisherige Chef der Polizeiinspektion in Daun, erreichte 61,3% der Stimmen. Seine Kandidatur wurde von SPD, Freien Wählern und Grünen unterstützt. Notwendig wurde die Wahl, weil der parteilose Landrat Heinz Onnertz im Sommer überraschend seinen vorzeitigen Rückzug erklärt hatte. In der Nacht ist ein 48-jähriger Mann in Westerburg von Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Fußgänger fanden den blutüberströmten Mann am frühen Morgen auf der Straße. Er hatte Verletzungen am Kopf und einen gebrochenen Oberschenkel. Die drei oder vier Tatverdächtigen flüchteten in einem Auto. In Castellaun haben Unbekannte mehr als 20 Autos beschädigt. Es wurden Reifen zerstochen, Spiegel und Scheibenwischer abgerissen. Anwohner beobachteten einen Mann, der gegen ein Auto trat und dann flüchtete. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. Vor 20 Jahren lief die zweite Heimat im Fernsehen. Zum Jubiläum zeigte das Provinzkino in Simmern alle 13 Filme nonstop. Regisseur Edgar Reitz und seine Frau Salome Kammer kamen zum Filmmarathon nach Simmern. Die zweite Heimat ist das Lieblingswerk des 80-Jährigen. Das Kinospektakel hatte am Freitag begonnen und dauerte 26 Stunden. In diesem Jahr wurde der vierte Teil des Heimatepos abgedreht. Noch das Wetter. Hier ist die Vorhersage für Rheinland-Pfalz. Heute Nacht bleibt es meist trocken, nur vereinzelt fällt noch etwas Schnee. Die Tiefstwerte bewegen sich um den Gefrierpunkt. Morgen breitet sich von der Eifel her Schneefall aus, der allmählich in Regen übergeht. Dabei kann es gefährlich glatt werden. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 4 Grad. Rüber zu Holger Wienpahl und gute Unterhaltung bei Flutlicht. Auf Wiedersehen. Flutlicht wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zu Flutlicht. Und wir freuen uns schon auf unsere beiden Gäste, Marcel Risse von Mainz 05 und Alexander Baum-Johann vom 1. FC Kaiserslautern. Beginnen wollen wir aber mit einer Zitterpartie. Eine Zitterpartie für den Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, Markus Babbel. Nach 3 Niederlagen in Folge, nämlich, da steht er auf der Kippe bei 1899 Hoffenheim. Eine 4. Niederlage heute hintereinander gegen Werder Bremen wäre möglicherweise das Aus. Das war Bremen zuletzt auch nicht so richtig stark. Also die Chancen stehen 50-50. Jens Ottmann. Es könnte sein letztes Spiel als Trainer von Hoffenheim werden. Markus Babbel, die Erfolge bleiben aus, das Tabellenende rückt immer näher. Sein Kollege Thomas Schaaf hat andere Probleme, personelle, muss auf Aaron Hunt und den gelb gesperrten Junusevic verzichten. Die Hoffenheimer in Blau. Nach 3 Minuten mit der ersten Gelegenheit, Sead Salihovic, der Mann für die ruhenden Bälle. Nicht schlecht, aber auch nicht gut genug.
10 Minuten später gleiche Situation, nur auf der anderen Seite. Kevin De Bruyne einfach mal rein. Prödel, das 0:1. Werder Bremen liegt vorne. Sebastian Prödel, der Österreicher, springt am höchsten. Castells im Hoffenheimer Tor hingegen nicht. Markus Babbel, böse Miene zu schlechtem Spiel nach 21 Minuten. Die Hoffenheimer verunsichert, fast schon ängstlich. Williams mit dem Fehlpass. Und dann geht's ganz schnell. Arnautovic, De Bruyne, Arnautovic. 2:0 Bremen. Ganz leicht, ganz einfach. Schnell, direkt, Hoffenheim überrumpelt. Arnautovic nicht im Abseits. Castells diesmal schuldlos. Werder Bremen braucht nicht einmal eine halbe Stunde, um den Stuhl von Markus Babbel zweimal anzusehen. Die Hoffenheimer erschreckend schwach. Kein einziger Torschuss bislang, kein Selbstvertrauen. Salihovic, Marvin Kompehr, schlechtes Zuspiel, De Bruyne dazwischen, Kevin De Bruyne, der Bremer. Zu eigensinnig, dennoch Werder Bremen in allem besser. Hoffenheim im eigenen Stadion an die Wand gespielt. Die Bremer sehr engagiert, machen viel, viel Gutes. Marco Arnautovic, ein simpler Doppelpass reicht und Hoffenheim liegt brach. Arnautovic, Nils Petersen gegen Castells. Diesmal kommt der Sieger aus Hoffenheim. Petersen mit der Möglichkeit zum dritten Bremer Treffer. Das alles noch in der ersten Hälfte. 0:2 zur Pause. Für Markus Babbel wird's immer enger. Das Vertrauen schrumpft. Die zweiten 45 Minuten, beide Teams mit demselben Personal. Salihovic, Hoffenheim mit einem schwungvollen Start. Andreas Beck, Kevin Volland, Firmino und da ist nochmal Salihovic, der Anschluss für Hoffenheim. 50 Minuten sind rum. Der erste gut gespielte Angriff der Hoffenheimer. Endlich mal so etwas wie Biss und Ehrgeiz zu erkennen. Salihovic mit der nötigen Ruhe. Die TSG ist wieder dran. Neue Hoffnung für Hoffenheim, neue Hoffnung für Babbel. Plötzlich sind sie da. Das Tor hat Auftrieb gegeben. Auch spielerisch geht jetzt was. Joselu, der Spanier. Militz im Werder-Tor aufmerksam. Der Tabellen-16., zumindest der Wille, ist jetzt erkennbar. Die Partie ist jetzt ausgeglichen. Freistoß Werder Bremen, Marco Arnautovic. Arnautovic, Tor Werder, das 1:3. Eine gute Viertelstunde vor dem Ende, Marco Arnautovic, der Österreicher. So viel Gefühl, so viel Können, Markus Babbel zurück in der Realität. Das Hoffenheimer Aufbäumen, nur kurz, zu kurz. Wieder Bremen, wieder Arnautovic im Zusammenspiel mit Akpala. Arnautovic, ihm gelingt alles, sein dritter Treffer. Das 1:4, der Österreicher begnadet, besiegt die Hoffenheimer im Alleingang und stürzt Markus Babbel noch tiefer in die Krise. Natürlich bin ich nicht blauäugig und weiß, wie das Geschäft läuft, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Fakt ist, dass ich Spaß daran habe, dass ich ungefähr viel Lust habe, mit den Jungs zu arbeiten. Aber was entschieden wird, das kann ich nicht beurteilen. Das war Ihr Spiel, 3 Tore hier in Hoffenheim. Ja, es hat geklappt. Ich denke, jetzt klappt das Tore schießen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und ich hoffe, dass es nicht einmalig war. Markus Babbel wird den Abend mit seinen Vorgesetzten verbringen. Es geht um seine Zukunft. Eine Jobgarantie hat er keine mehr. Ja, so eine richtig klare Rückendeckung für Markus Babbel gab es nach dem Spiel dann auch nicht. Manager Andreas Müller, der sagte, man wolle sich einfach mal, wie wir es auch gerade gehört haben, zusammensetzen und die Situation analysieren. Da kann man schon ausgehen davon, was in dieser Woche noch in Hoffenheim passieren wird. So, jetzt können Sie bei uns gewinnen. Haben Sie Lust auf eine Fußballreise nach Paris? Wir hätten ein richtig tolles Angebot für Sie. Wer war's? Gewinnen Sie mit Flutlicht, Lotto Rheinland-Pfalz und den Fußballverbänden eine Reise für 2 Personen zum Fußballklassiker Frankreich gegen Deutschland. Am 6. Februar 2013 in Paris, inklusive Stadtführung und Übernachtung. Und alles, was Sie dafür tun müssen, ist uns zu sagen, wer war's. Wieder hat ein kleiner Verein aus Rheinland-Pfalz ein großes Tor nachgespielt. Ein
Tor des Monats nachgespielt, diesmal aus dem Jahre 1976. Ein Traditionsverein, der war da für uns aktiv, fast 100 Jahre ist er alt. Der SV Langsur an der Grenze zu Luxemburg. Und Benjamin Wüst, der war dort in Langsur. Der SV Langsur hat ein Problem, sein Vereinsheim. Herzlich willkommen bei uns in unserer Kabine. Der Verein wird nächstes Jahr 100. Das Vereinsheim sieht nicht viel jünger aus. Das sieht auch nicht mehr so richtig gut aus hier, oder? Nein, das ist alles feucht geworden. Ah, und nur kaltes Wasser. Da macht Dusche aber keinen Spaß. Ja, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Die Bedingungen sind zum Teil wirklich katastrophal. Vor Jahren haben wir schon einen Antrag gestellt für ein neues Vereinsheim mit Kabinen. Doch leider rutschen wir in der Prioritätenliste immer weiter nach unten. Zumindest mit dem Strafenkatalog ist der SV Langsur ganz weit vorn dabei. Rauchen im Trikot 2 Euro, Alkohol trinken im Trikot 2 Euro. Also viel in Trikots rauchen, viel in Trikots trinken, dann klappt es auch mit dem Vereinsheim. Wer ist denn der Mann für die spektakulären Tore? Thorsten. Also ich war deswegen schon mal 2 Tage krank geschrieben. So wie das nix mit dem neuen Vereinsheim. Die Flanken, die müssen genauso hoch sein wie der Kopf. Ah, Scheiße! Komm, Andi! Komm mal, du sollst den durchlassen! Andreas! Andreas, geh du mal hin, versuch du mal bitte! So, Jungs, jetzt zählt's! Auch für Sie. Das war klasse, Jungs. Und trotzdem gibt's nur eine kalte Dusche. Haben Sie es erkannt? Wer war's? Wer war's? Rauchen im Trikot, 2 Euro Strafe. Darüber werden wir noch später reden müssen. Wer war's? 2 Möglichkeiten bieten wir Ihnen an. Wer hat das Originaltor geschossen damals? War es A. Dieter Hoeneß oder war es B. sein Bruder Uli Hoeneß? Am besten ganz, ganz schnell anrufen. Die Telefonnummer ist die 08039 7575 00. In wenigen Minuten, da lösen wir hier schon in dieser Sendung in Flutlicht auf, wer die tolle Reise nach Paris gewinnt. Der große Gewinner gestern war ganz sicher in der Fußball-Bundesliga Mainz 05 gewesen. Und vor allem er, Adam Soloy. Der musste zwar so ein bisschen geschubst werden nach dem Spiel, um in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Aber dann ging er auch zu den Fans und bedankte sich dort. Und die Fans auch entsprechend bei ihm. 89. Minute, da machte er den 2:1 Siegtreffer in Unterzahl für Mainz 05. Er stand im Mittelpunkt, logisch, sorgte für einen wunderbaren Feierabend. Aber Jürgen Thieben hat noch einen zweiten Mann im Mittelpunkt des Spiels gesehen. Adam Soloy und Christian Wettklo hatten sich einiges zu erzählen. Sie schrieben die Geschichte dieses Spiels. Der eine, Adam Soloy, erzählte, wie es sich anfühlt, wenn man vor lauter Glück zu platzen droht. Sein Siegtor in der 90. Minute, sein 9. Saisontreffer, cool gemacht, heiß gefeiert. Ein sehr, sehr glücklicher Moment. Zu 10 so lange zu spielen und nach 90. Minute zu gewinnen, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel und Gefühl. Für den anderen, Christian Wettklo, dagegen war die Rolle des tragischen Helden reserviert. 3 Minuten nach Wiederanpfiff, als der Keeper und Bo Svensson ihrer Serie kurioser Missverständnisse ein weiteres hinzufügten. Rot wegen Handspiels außerhalb des Strafraums und Verhinderung einer klaren Torchance. Schlecht für Wettklo. Doch, so seltsam es klingt, gut für die Mannschaft.
Ich denke, dass kurioserweise die rote Karte uns eine Rolle gegeben hat, in der wir plötzlich total über uns hinauswachsen konnten, in der sich plötzlich auch jeder wohlgefühlt hat, obwohl sie brutal anstrengend war. Wer weiß, ob sich alle auch wohlgefühlt hätten, wäre der Armeinsatz von Nicole Chenoweski kurz vor der Pause berechtigterweise ebenfalls mit Rot geahndet worden. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Shootingstar Sean Parker hatte den Mainzer Führungstreffer mit seinem Pfostenschuss vorbereitet. Nikolai Müller das Spielgerät über die Linie gedrückt. Hannover hatte auf ähnliche Weise ausgeglichen. Unentschieden nach Abstaubertoren in einem weitgehend unspektakulären Spiel. Spektakel veranstaltete allein der Mainzer Torwart, nicht ahnend, dass das dicke Ende für ihn noch kommen sollte. Die 49. Minute, die Szene, in der das Spiel eine ungeahnte Wende nahm. Für Christian Wettklo. Für den 19-jährigen Parker, der Platz machen musste, für den 19-jährigen Loris Karius. Ganze 20 Bundesliga-Sekunden stand er im Tor, da zeigte er bereits, was in ihm steckt. Der starke Anfang eines gelungenen Debüts. Ja, war natürlich ein perfekter Tag, dass wir am Ende noch gewinnen, also besser hätte es nicht laufen können. Ein Satz, den sie wohl alle unterschrieben hätten. Allen voran Adam Soloy und nicht zu vergessen der Trainer, der sein Glück irgendwie gar nicht fassen konnte. Ich habe mich dann irgendwie gar nicht getraut, zu euphorisch zu jubeln, weil ich gedacht habe, am Ende, ja, bei den vielen Türmen, ich wusste, es wird viel Nachspielzeit geben durch die rote Karte für den Torhüter, wollte ich nicht derjenige sein, der so jubelt und dann am Ende eventuell dann nochmal geknickt vom Platz geht. Der Jubel fiel später umso heftiger aus, mittendrin die jungen Wilden, Loris Karius, Sean Parker und Stefan Bell, der ebenfalls noch debütierte. Ihre Karrieren allesamt noch Zukunftsmusik, wie das, was die Fans da am Ende zum Besten gaben. So richtig mitsingen wollte das Lied vom Europapokal nur einer, Marcel Risse. Später stimmte ein anderer mit ein, auf seine Weise. Alle haben gesagt, ja, warum haben die nicht großartig eingekauft? Und jetzt ist diesen Anführungszeichen alte Mannschaft auf der letzten Saison steht auf dem 6. Platz. Also ganz so schlecht war es bislang nicht. Als die Europapokal-Platzhalter dann den Zaun stürmten, fehlte nur noch einer. Christian Wettklo! Wird die schon zu Hause, ey! Scherzte der Held und überließ die Bühne dem tragischen Helden. Am Ende also war es ein einmaliger Abend für alle 05er. Unser Gast, der kam in der 83. Spielminute rein, sah und Mainz siegte anschließend. Marcel Risse, herzlich willkommen. Hallo. Nimm auf Platz. Ist ja auf den ersten Blick ganz schön mutig vom Trainer. Steht 1:1, die Mainzer in Unterzahl und dann kommt ein Offensiver rein, wie Sie in der 83. Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben? Was war so die Anweisung? Halten das Ergebnis auf Angriff, auf Sieg spielen? Was war es? Ja, eigentlich war es nicht das, wo ich am Anfang auch mit gerechnet hätte. Ich denke, wir hätten das 1:1 dann mit 10 Mann in den letzten 10 Minuten auch unterschrieben. Er hat aber zu mir gesagt, geh auf die linke Seite und versuch nochmal mit rechts einen reinzubringen. Hat dann Eugen Polanski zum Glück gemacht übernommen. Für mich. aber im Endeffekt, ja, alles bestens gelaufen. Anschließend dieser befreite Jubel, wie wir ihn gerade gesehen haben. Man ruft von der Tribüne Europapokal, Marcel Risse ruft mit. Wie stark sind die Mainzer tatsächlich? Ja, ich habe das Lied ja noch von vor 2 Jahren im Kopf. Und da musste ich da mitsingen. Es geht auch nicht so schnell aus dem Kopf raus, oder? Nee, es ist ein Lied, was immer drin bleibt. Ja, das heißt, ist das sowas auch inzwischen Motivation, diese Vorstellung, da noch mal hinzukommen? Warum nicht? Also wir haben eine gute Mannschaft dieses Jahr wieder. Haben jetzt, glaube ich, ist das zweite Jahr, wo wir uns dann wieder richtig gut eingespielt haben und alle Wege offen nach oben. Ich hole mal 2 Fotos an, die wir gemacht haben nach dem Schluss, beziehungsweise 1 nach dem Schluss. Da sehen wir Sie mit Christian Wettklo gemeinsam. Christian Wettklo, der ja erstmal gebeten werden musste, wieder rauszukommen auf das Feld. Und vielleicht können wir das Foto mal einspielen hier bei uns. Ein richtig, richtig schönes, großes, breites Lachen. Worum ging es da nach Spielschluss?
Ich glaube, ich habe ihm erstmal gefragt, warum er da überhaupt rauskommt. Was das soll? Ja, genau, was das sollte. Gab es eine Antwort? Ja, er meinte, es wäre doch gut gelaufen. Ja. So kann man das sehen. Ein zweites Foto haben Sie gemacht. Und zwar, da war ich deswegen ein bisschen überrascht. Das war nach dem Sieg in Frankfurt in dieser Woche. Sean Parker, seitdem ist er sowas wie der Shootingstar bei Mainz 05. Gut, das ist Bo Svensson, ist auch nicht schlecht, was wir da gerade sehen. Aber mit Sean Parker im Bus nach dem Spiel. Er ist ja im Prinzip sowas in der Offensive wie ein Konkurrent für Sie. Aber wir sehen im Bus Sie gemeinsam. Das ist ein großes Miteinander in dieser Truppe, oder? Auf jeden Fall. Also da spielt das Ego erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft dann gewinnen. Und wer die Tore macht, ist letztlich ganz egal. Und heute waren Sie wieder gemeinsam unterwegs gewesen. Am Tag danach. Weihnachtsfeier am ersten Advent, die erste große Weihnachtsfeier. Und zwar mit den Kids von Mainz 05, dem Kids-Club von Mainz 05. Da stand Sean Parker unter anderem auch wieder im Mittelpunkt. Das war eine richtig unterhaltsame Veranstaltung. Jan Ebeling. Die Engel backen Plätzchen. Es ist Adventszeit und Fußballprofis singen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolaus. Der mit der Mütze ist Chinedu Ede. Und der mit dem Bart ist Sean Parker. Weihnachtsfeier des 05er Kids Club. Alle Jahre wieder ein tolles Erlebnis für die ganz jungen 05-Fans. Es gibt die Helden zum Anfassen und zum Ausfragen. Ich bin der Paul Bieder und ich stelle die Frage an den Thomas Tuchel. Was machen Sie, wenn die Spieler nicht auf Sie hören? Das kommt nie vor, würde ich gerne sagen. Ja, vielleicht ist eine ganz gute Frage an die Spieler. Wie gesagt, wir hören immer auf ihn. Und ich habe eine Frage an den Loris Karius. Wie fandest du das, als gestern der Wettklo eine Rot bekommen hat und dann plötzlich rein musstest? Ja, ich hatte gar nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken. Es ging so schnell, also ich war dann direkt auf dem Platz. Ich habe eine Frage an den Thomas Tuchel. Wo feiert ihr, wenn ihr gewonnen habt? Als wir jetzt in dieser Saison in Wolfsburg gewonnen haben, haben wir mit dem kompletten Bus bei McDonald's gehalten und haben 100 Burger und 200 Pommes und 100 Chicken McNuggets eingeladen und die ganze Rückfahrt Burger gegessen. So, gibt alle Möglichkeiten. Lustig, lustig, froh und munter mit den 05ern. Allen eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Wir hatten jede Menge Spaß, jetzt gerade beim Zugucken. Wie war es für Sie mit den Kids? Ja, das ist immer eine schöne Sache. Dann, die Kinder freuen sich drauf und sind überglücklich, wenn sie nur ein kleines Autogramm bekommen oder ein Foto mit uns machen dürfen. Wie ist denn für Sie, auch mal als Vorbild zu so Kindern zu kommen, die übrigens, wie ich finde, klasse Fragen gestellt haben? Kann man viel von lernen? Ja, sehr direkte Fragen, ja, auf, ne? Jeden Fall. Ja. Machen sich keine Gedanken um nichts. Ja. Auch für Sie eine richtig schöne Abwechslung, mal das zu erleben? Ja, auf jeden Fall. Also das sind so Termine, die nicht unangenehm sind, die freuen dann eher den einen oder anderen. Dann frage ich genauso direkt wie die Kinder gerade, was macht denn der Trainer eigentlich, wenn die Spieler mal nicht so hören? Ich hatte das Gefühl, Jan Kirchhoff ist ein bisschen ausgewichen. Er saß doch direkt daneben, der Trainer. Also, besser war das. Ja. Ich denke, wenn wir nicht hören, im Zweifelsfall werden wir ausgewechselt. Ja, aber es kommt selten vor, der Trainer sagt, ja, passiert eigentlich so gut wie nie. Ne? Nein, wir sind eine ganz brave Mannschaft. Gut. Ist klar, ich glaube Ihnen jedes Wort. Und wir gucken mal auf zwei andere brave Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die heute auch aufeinander getroffen sind, nämlich Wolfsburg und der Hamburger SV gegeneinander, 15. gegen 11. Auf dem ersten Blick sieht das so aus wie relativ trostloses Mittelfeldgekicke. Aber ein Sieg und beide Mannschaften sind wieder relativ nah dran, sogar auch an den internationalen Plätzen. So schnell geht das in der Fußball-Bundesliga. Matthias Kammann. Das ist er, Milan Bardet, beim Sieg unter der Woche gegen Schalke 04 der beste Mann auf dem Platz. Allerdings als Sechser vor der Abwehr. Heute hat ihn sein Trainer Thorsten Fink nach vorn beordert, hinter die zwei Spitzen. Das Spiel in den ersten 12 Minuten, so wie die Fans auf den Rängen, ohne Ausschläge nach oben. Einzige Ausnahme, dieser Pass von Beister auf Rudnevs. Benaglio, Wolfsburgs Kapitän, hat mitgedacht. Wolfsburg mit der unter Trainer Köstner eingespielten Formation. Nur Vierinha für den verletzten Josué in der Startelf. Aber zunächst wieder Benaglio im Fokus. Freistoß für den Hamburger Sportverein. Westermann täuscht an, Aogo schießt. Und das ist knapper, als es zunächst aussieht.
Araújo heute übrigens zum zweiten Mal in Folge im linken Mittelfeld unterwegs, fast mit seinem ersten Saisontor. Der HSV eindeutig spielbestimmt in der ersten halben Stunde mit Bardet auf Rudnevs. Guter Pass dann auf Beister. Beister allein vor Benaglio. Verdiente Führung für die Gäste. Und zweites Saisontor für den Ex-Düsseldorfer. Für solche Angriffseröffnungen hat Fink Bardet nach vorn gezogen. Dann kein Abseits beim Pass von Rudnevs. Und Maximilian Beister bleibt ganz ruhig. 1:0 für den HSV. Aber diese Führung wackelt vier Minuten später, denn Adler erwartet einen Freistoß von Naldo. Mit Gewalt oder mit Gefühl? Egal, Nationalmannschaftsrückkehrer Adler weiter in überragender Form. Dann die Schlussphase der ersten Hälfte. Bruma, heute Linksverteidiger. Kjær mit verunglücktem Brustpass direkt auf Bardet, spitzer Winkel und nur hauchdünn vorbei. Starke Aktion. Trainer Fink zeigt noch in Bardets Richtung. Es geht aber auf der anderen Seite weiter. Mit Diego. Und Vierinha. Erneut hält Adler die Führung fest. 1:0 HSV zur Pause in einer nach schwacher Anfangsphase unterhaltsamen Partie. Zweite Hälfte. Wieder mit dem besseren Start für die Hamburger. Rudnevs. Augo. Und da ist wieder Beister, trifft den Ball nicht voll und vergibt die Riesenchance zum 2:0, 52. Minute. Dann Wolfsburg mit Olic. Auf Dost. Adler in der Torwart-Ecke, den muss er halten, aber die erste auffällige Szene des Wolfsburger Stürmers. Weiter der VfL mit Diego beim Eckball. Dann Gewusel im Hamburger 5-Meter-Raum. Adler wird behindert. Spiel läuft trotzdem weiter. Wieder mit Diego. Der sieht Schäfer. Und da ist Kjær. Ausgleich durch den Dänen. Der unter Magath erst ausgeliehen und dann aussortiert war. Und dann kassiert René Adler gelb, weil er sich massiv beschwert. Aber er hat recht. Der HSV-Keeper wird in seinem Allerheiligsten von Olic unfair bedrängt. Normalerweise wird das abgepfiffen. So aber entsteht die zweite Chance für Wolfsburg und die nutzen die Gastgeber brillant. Erstes Saisontor von Simon Kjær. Der VfL jetzt überlegen. Mit Leidenschaft und Energie wollen die Grünen den Sieg. Fagner, Diego. Und da kommt Vierinha, Pech für den Portugiesen, 76. Minute. Riesenkampf der Wolfsburger, schon die Nachspielzeit. Fagner, Schäfer, Lakic und Adler. Wichtige Parade für den HSV, denn es ist die letzte Zuckung des Spiels. Wolfsburg-HSV 1:1, am Ende ein glücklicher Punkt für die Hamburger. Ja, der Knackpunkt ist einfach, dass wir unser Spiel 90 Minuten nicht durchziehen. Das ist der Knackpunkt. Wenn wir das 90 Minuten durchziehen, wird Wolfsburg hier dieses Spiel, werden wir dieses Spiel gewinnen. Für mich war die Frage nur, wann kommt die zweite Tor. Leider haben wir nicht geschafft. Aber wenn ich sehe in Perspektive, wie wir das so spielen, dann kommt auch wieder Glück und kommt die Tor. So aber verpasst der VfL Wolfsburg den Befreiungsschlag und den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle. Und wir blicken direkt auf die Ergebnisse des 15. Spieltags. Hoffenheim also verliert gegen Bremen 1:4 und Wolfsburg unentschieden gegen den HSV. Am Freitag Düsseldorf 4:0 gegen Frankfurt und Mainz klar besiegt Hannover 2:1. Schalke Gladbach 1:1, Leverkusen 1:0 gegen Nürnberg und Augsburg Freiburg 1:1. Greuther Fürth unterliegt dem VfB Stuttgart 0:1 und dem absoluten Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:1. Florian Eckel und Bernd Schmelzer rücken in einem kurzen Rückblick den Torwart, einen guten alten Bekannten in der Pfalz, in den Mittelpunkt. Weidenfeller hält, was zu halten ist und noch mehr. Überragend seine Paraden in den Schlussminuten. Weltklasse Reflexe. Der beste Dortmunder rettet das 1:1. Bayern München hat es heute wieder nicht geschafft, gegen uns zu gewinnen. Und ich glaube, dass es für uns eine stolze Serie ist. Nach 4 Ligasiegen gegen die Bayern in Folge, Jürgen Klopps Hoffnung auf Nummer 5 nach 66 Minuten zerstört.
In einer Phase, wo den Bayern wenig einfällt, hat Thomas Müller die zündende Idee. Und Toni Kroos zieht einfach mal ab, das 1-0. Müller wird vor dem Treffer nur begleitet. Und Bayerns Regisseur stark gegen Hummels und Subotic. Überragend dann sein Abschluss. Nur 7 Minuten.